Medicast Deutschland. Der Podcast. Die Erbkrankheit Huntington ist bis heute unheilbar. Huntington ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Genauer gesagt sorgt ein Gendefekt dafür, dass Gehirnzellen für immer zerstört werden. Die Folge sind unkontrollierbare Zuckungen, nachlassende Konzentrationsfähigkeit und eine Veränderung der Persönlichkeit. Bei mir im Studio habe ich heute gleich drei Gäste auf einmal. Zum einen Bernhard und Anne. Bernhard ist seit 15 Jahren an Huntington erkrankt und Anne trägt das Risiko in sich, dass die Krankheit im Laufe ihres Lebens ausbricht. Bevor ich zu den beiden komme, spreche ich aber zuerst noch mit Michaela Winkelmann. Sie ist die Vorsitzende der Deutschen Huntington-Hilfe. Hallo Frau Winkelmann, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo auch von mir und vielen Dank fürs Interesse an der Huntington-Krankheit. Die Huntington-Krankheit ist das Thema unseres Podcasts und viele wissen möglicherweise gar nicht, was dahinter steckt. Vielleicht können Sie mal kurz zusammenfassen, was ist denn Huntington eigentlich? Die Huntington-Krankheit ist eine seltene neurologische Erkrankung, die ist heute noch unheilbar. Zu den Symptomen gehören unwillkürliche Bewegungen, Wesensveränderungen, aber auch das Denkvermögen ist beeinträchtigt. Und damit hat es viele Auswirkungen auf die betroffenen Familien und noch immer ist viel zu wenig über die Krankheit bekannt. Wir wissen jetzt ja, dass Huntington unheilbar ist. Und wie sehen denn für die Menschen, die betroffen sind, heute die Möglichkeiten zur Behandlung aus? Wie kann man diesen Menschen helfen? Aktuell können nur die Symptome der Krankheit behandelt werden. Aber wir stecken ganz viel Hoffnung in die Forschung. Da gibt es viele helle Köpfe, die sich damit beschäftigen, wie man die Symptome, den Krankheitsverlauf verlangsamen kann oder aufhalten kann, bis hin dazu, dass sie gar nicht mehr ausbrechen wird. Und da sind wir als Patientenorganisation auch mit aktiv. Wir sind da eingebunden und sorgen dafür, dass die Studien so gestaltet werden, dass die Patientenbedürfnisse berücksichtigt sind. Was ist denn für Betroffene und für ihre Familien besonders wichtig? Für Betroffene ist besonders wichtig, dass sie wissen, wo sie Hilfe bekommen, dass sie die Hilfe in den Huntington-Zentren in Anspruch nehmen, aber auch, dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind, dass es ein Netzwerk gibt, dass es Ansprechpartner gibt, dass es andere betroffene Familien gibt, bei denen man sich Rat und Hilfe holen kann, um mit seinen eigenen Gefühlen und Gedanken besser klarzukommen und zu sehen, dass auch andere damit klargekommen sind. Warum haben dann Betroffene Angst davor, wegen ihrer Erkrankung vielleicht auch stigmatisiert zu werden? Das ist eine längere Geschichte. Und zwar hat das auch schon den Ursprung noch in den Zeit des Zweiten Weltkrieges. Da gab es tatsächlich ein Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Da gab es Zwangssterilisationen, Abtreibungen an Erbkranken. Die wurden ohne deren Einwilligung durchgeführt. Und da waren auch die Menschen aus Huntington-Familien betroffen. Und das hat noch heute zur Folge, dass die Familien nicht darüber sprechen und nicht in die Öffentlichkeit gehen, um halt einfach sich selber und ihre Angehörigen zu schützen. Aber auf der anderen Seite ist es so, durch diese unwillkürlichen Bewegungen, durch das torkelnde Gehen der Huntington-Betroffenen und die verwaschene Sprache, werden die oft als Betrunkene angesehen. Aber nicht jeder, der torkelt, ist ein Alkoholkranker. Der könnte auch neurologisch erkrankt sein. Und das auch führt dazu, dass Familien isoliert werden, ausgegrenzt werden. Wir sind im Huntington-Monat Mai und Sie von der Deutschen Huntington-Hilfe haben da eine ganz besondere Aktion geplant. Was steht denn da an? Was wird es zu sehen geben vielmehr? Wir machen wie Beleuchtung für Huntington. Und zwar machen wir Gebäude, werden wir beleuchten in Blau und in Lila, um Huntington damit sichtbar zu machen. Das ist eine weltweite Kampagne, heißt dann Light It Up for HD. Da machen auch bekannte Gebäude mit oder auch Wahrzeichen, unter anderem die Niagara-Fälle. Und auch Deutschland ist daran beteiligt. Warum sind Sie denn eigentlich jetzt persönlich in der Huntington-Hilfe aktiv? Warum ist es Ihnen so wichtig, sich im Rahmen dieser Krankheit zu engagieren? Das ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich komme selber aus einer Huntington-Familie. Mein Opa hatte Huntington, mein Vater, mein Onkel, mein Cousin. Auch ich habe das erlebt, welche Auswirkungen auf die Familie haben kann. Ich selbst habe 20 Jahre in Ungewissheit und Angst gelebt. Ich habe das Ungewisse vielleicht einem sicheren Du hast es vorgezogen. Und erst als der Moment kam, dass ich wusste, ich kann mit dem Ergebnis leben, weiterleben, da war ich bereit, habe meine genetische Untersuchung machen lassen und weiß seitdem, dass ich nicht Genträger bin. Ich werde nicht an Huntington erkranken. Und aber ich bin so dankbar dafür und das zeige ich, indem ich mich für die Huntington-Gemeinschaft einsetze. Und auch als Nicht-Genträger bin ich noch lange nicht frei. Ich habe Familienmitglieder, die betroffen sind oder die erkranken könnten. Auch das belastet mich, denn keiner von uns ist frei, solange nicht alle von Huntington befreit sind. Frau Winkelmann, vielen Dank an Sie und die Worte, die Sie den Betroffenen, aber auch den Nicht-Betroffenen mit auf den Weg gegeben haben. Dankeschön. Sehr gerne. Wie lebt es sich mit Huntington und was macht die Krankheit mit einem? Bernhard wird es uns jetzt verraten. Er ist 58 Jahre alt und lebt seit 15 Jahren mit Huntington. Bernhard, hallo, herzlich willkommen auch an Sie. Hallo. Holen Sie uns da noch mal kurz vielleicht mit ins Boot. Wie war das für Sie? Wie ging es Ihnen damals, kurz nachdem Sie die Diagnose bekommen haben? Also die ersten Jahre, die waren sehr schwierig.
weil man eben täglich daran erinnert wird. Irgendwann habe ich mich dann entschlossen, nur noch die Dinge zu tun, die mir gut tun und mich nicht belasten. Der Rückhalt durch Familie und Freunde hat dabei enorm geholfen, auch heute noch. Schlimm war, dass wir die Erkrankung erstmal vor meiner Tochter verbergen mussten. Sie war damals erst 12. Weil es eine Erbkrankheit ist, hat sie die gleichen Chancen wie ich, das falsche Gen in sich zu tragen. Sie muss aber selbst entscheiden, ob sie ihr Ergebnis wissen möchte. Wir haben ihr erst 6 Jahre später von meiner Krankheit erzählt. Ja, da war sie dann volljährig. Was bedeutet die Huntington-Krankheit denn für Ihren Alltag? Also mein Alltag ist mittlerweile eingeschränkt. Die ständigen Muskelzuckungen sind anstrengend und kosten viel Energie, privat und bei der Arbeit. Auch die Feinmotorik lässt nach. Wenn nichts schief gehen soll, muss jeder Schritt vorbereitet sein. Vieles fällt mir also schwerer. Ich brauche einfach länger. Mein Gleichgewicht ist nicht gut. Die Konzentrationsfähigkeit lässt schnell nach und ich vergesse oft Worte. Dadurch bin ich sehr schnell gestresst. Zum Glück konnte ich meine Arbeitszeit um die Hälfte reduzieren. Mein Arbeitgeber hat mir dabei sehr unterstützt und ist auf meine Möglichkeiten eingegangen. Erzählen Sie auch mal was von Ihren Hobbys. Was machen Sie denn heute in Ihrer Freizeit? Also mein Hobby ist seit vielen Jahren das Joggen. Das möchte ich auch auf jeden Fall beibehalten, solange es geht. Da lasse ich mich auch von ein paar Stürzen doch nicht abhalten. 10 bis 15 Kilometer am Sonntagmorgen sind noch drin. Ich mache auch regelmäßige Übungen zur Kräftigung, um Körper und Geist fit zu halten. Alle 2 Jahre gehe ich in Reha. Wenn ich kann, gehe ich in unseren Wald und helfe beim Brennholz machen. Die Stämme, die werden an der Feldscheune abgeladen, dann gesägt und gespalten. Im Winter holt man das Holz nach Hause, wenn man eine warme Stube braucht. Draußen aktiv zu sein, das tut mir richtig gut. Ich weiß zwar, dass die Krankheit noch niemand aufhalten kann, deshalb lebe ich im Hier und Heute und bin zufrieden mit dem Erreichten. Jeden Tag versuche ich dabei, etwas Positives zu finden. Mein dritter Gast ist Anne. Sie ist 34 Jahre alt und hat miterlebt, wie ihr Vater jahrelang ihre Mutter gepflegt hat. Auch sie war an Huntington erkrankt. Anne weiß also ganz genau, wie sich diese Krankheit äußert. Und ebenso weiß sie, dass auch für sie ein erhöhtes Risiko besteht, dass Huntington auch bei ihr ausbricht. Hallo Anne. Hallo. Wie lebt es sich mit dem Bewusstsein, eine Erbkrankheit zu haben, die jederzeit ausbrechen könnte? Also Huntington ist ja eine Erbkrankheit und eine Erbkrankheit bekommen zu können, kann man einfach nicht verdrängen. Also es ist immer da, denn wie so eine Art Feind im eigenen Körper. Mein Bruder und ich haben beide das gleiche Risiko, beziehungsweise wir können beide zu 50% erkranken. Genauso gut können wir aber auch zu 50% gesund sein. Das ist auch immer ganz wichtig zu erwähnen, dass man nicht krank werden muss. Und aber wenn die Krankheit ausbricht, kann man sie halt nicht aufhalten. Bei uns ist es so, meine Mutter ist mit Mitte 30 erkrankt, also in dem Alter, wo ich jetzt bin. Somit fängt man sich an zu beobachten, schaut, ob man auch schon vielleicht die ersten Anzeichen haben könnte. Und wenn es soweit sein sollte, stellt es halt nicht nur mein Leben auf den Kopf, sondern halt das Leben der gesamten Familie. Das ist auch ein wichtiges Thema für alle in dem Moment. Deshalb spricht man bei der Huntington-Krankheit auch von einer Familienerkrankung, oder? Genau, also bei Huntington spricht man definitiv von einer Familienerkrankung. Zum einen, weil man ja das Risiko trägt, dass man es weitervererben kann. Aber es ist auch eine enorme Belastung. Belastung im Sinne von körperlich, mental, emotional, natürlich auch finanziell für alle. Mein Vater, der meine Mutter bis zu ihrem Tode zu Hause betreut hat, insgesamt waren das 19 Jahre, ähnlich wie in der Geschichte vorher bei Bernhard. Die ersten Symptome sind aufgetreten, da war ich 12. Das heißt, es war das ganze Leben irgendwo beeinflusst, aber mit ganz, ganz viel Liebe konnten wir halt im engsten Kreis meine Mutter, aber auch meinen Vater natürlich unterstützen, diese Krankheit zu tragen. Und ja, wir mussten natürlich auch lernen, dass sich das Umfeld ein wenig ändert. Es sind viele Bekannte natürlich auch weggebrochen, aber auch ganz, ganz viele enge Freunde dazugekommen. Darunter zählt natürlich dann auch die Deutsche Huntington-Hilfe, die für alle eine große Stütze ist. Ja, und trotz dieser Erfahrung und trotz dieses Risikos, das Sie da in sich tragen, haben Sie sich für eine eigene Familie entschieden. Sie sind die Mutter von 2 Mädchen. Ja, genau. Das hat 2 große Gründe. Zum einen habe ich das nicht allein entschieden, sondern ich habe meinen Mann an meiner Seite und den auch schon seit 15 Jahren. Wir haben das zusammen entschieden. Er hat auch sämtliche Bereiche meiner Mutter natürlich auch miterlebt. Und zum anderen habe ich als großes, großes Vorbild meine Mama. Sie war eine Kämpferin, hat immer gezeigt, was es heißt, Lebensfreude zu haben, trotz dieser Krankheit.
Sie war immer dabei, offen sich zu zeigen, offen zu sprechen oder halt auch rausgehen zu wollen. Und das bedeutet für meinen Bruder und für mich, sie hat gezeigt, dass sie leben möchte und hat auch immer gesagt, dass wir der Grund sind, dass es sich lohnt zu kämpfen. Meine Töchter sind ebenfalls mein Ein und Alles und wenn diese Krankheit ausbrechen sollte, dann möchte ich genauso kämpfen wie meine eigene Mama und jedem zeigen, dass man trotz oder einer Krankheit im Hintergrund stark sein kann. Man kann sich ja heutzutage testen lassen, ob man das Gen, das Huntington auslöst, in sich trägt oder nicht. Anne, mal ganz offene Frage jetzt an Sie, ganz ehrlich. Haben Sie sich testen lassen? Nein, habe ich nicht. Ich habe mich bewusst gegen einen Test entschieden, weil ich einfach nicht diese Krankheit bestimmen lassen möchte, wie ich mein Leben zu leben habe oder nicht. Ich glaube, das sind Worte, die vielen Mut machen tatsächlich. Trotz Huntington lohnt es sich also, das Leben zu lieben. Anne, vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute auch für Sie. Dankeschön. Mehr Informationen, Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe oder ganz einfach guten Rat und echte Hilfe finden Sie auf den Internetseiten der Deutschen Huntington-Hilfe unter huntington-hilfe.de oder schauen Sie doch mal auf den Kanälen der Organisationen bei Facebook, Instagram oder YouTube vorbei. Ich bedanke mich bei meinen Gästen dafür, dass sie ihre Geschichten und Erfahrungen mit uns geteilt haben und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Medicast Deutschland, der Podcast.